Liebe Zuschauer, am Wochenende steigen wieder die Temperaturen bei uns in der Region an. Da lohnt es sich doch etwas zu unternehmen. Wir wollten einmal von Ihnen wissen, was ist für Sie sehenswert hier in der Lausitz und haben uns diesbezüglich einmal in Hoyerswerda umgehört. Viele ganzen Seen rundherum. Nehmen Sie den Leuchtturm, Geiersfelder Wand, nehmen Sie den Großkoschen, die Schrein, ist alles wunderbar. Hoyerswerda ist schön. Sollte man nicht vergessen. Es gibt auch noch mehr, ne? Sehenswert das ganze Umland. Das ganze Umland, Senftenberger Seenplatte oder hier Findlingspark. Ja, das Umland. Aber auch mal Bautzen und so weiter. Cottbus, ja, das ist schon, ja. Ich wohne ja schließlich schon über 50 Jahre hier. Ich würde sagen, die Lausitz insgesamt. Wenn ich mich jetzt auf Einzelheiten konzentrieren sollte, das wäre zu viel. Wie gesagt, die Lausitz insgesamt. Also ich finde den Senftenberger See super. Der Tierpark am Senftenberger See, von dieser Behindertenstätte betrieben oder Integrationsstätte, wie man sagt, finde ich ganz große Klasse, wie die sich da engagieren, die Jugendlichen. Grünewalder Lauch. Wir wohnen in der Mitte, wir wohnen in Lauchhammer, also richtig im Zentrum. Finde ich auch super. F60, jetzt mit den Veranstaltungen für junge Leute. Nichts mehr für unser Alter, die Musik, aber super. Das finde ich gut. Ja, zum Beispiel die Hohe Dubra in Großradisch, wo wir jetzt Kirchenfest hatten. Ja, also in Kamenz, der Hutberg, wie auch die Leberauer Berge und Kottmar und Tschernobyl. Görlitz zum Beispiel, die Landeskrone, oder selbst Görlitz, die Altstadt, ist sehr sehenswert. Zum Beispiel die Stadt Bautzen, Altstadt, oder Görlitz. Aber hier in der Nähe ist Mordka, da hat ein Zahnarzt ein schönes Schloss gebaut, aus Müll. Das wäre für mich sehenswert. Findlingspark in Nochten. Die Altstadt von Hoyerswerda ist auch sehr schön. In der Lausitz die ganzen Teichlandschaften. Was gibt's da noch? Dann hier würde ich sagen, diesen Center. Man kann alles an einem Tag mit erleben bzw. erledigen. Das Lausitzer Seenland auf alle Fälle und ich besonders gehe gerne in die Hof- oder Kaffeescheune in Seelitz. In der Lausitz sind die Lausitzer Seen interessant. Für jeden Touristen und auch Leute aus dem Umland, die gerne dorthin fahren. Die vielen Bäume, die wir vor 50 Jahren angepflanzt haben, das ganze Grün hier in Hoyerswerda ist ein grüner Park. Das ist sehr schön. Die Krabbertmühle mit ihrem Außenrundweg, sehr schön für Familien vor allen Dingen. Die Radwege. Und die Radwege. Seeadlerrundweg, Krabbertrundweg. Ja, wie gesagt, das ist das für uns, was da noch zutreffen könnte. Viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, viel mit dem Fahrrad unterwegs, statt mit Auto. Ganze Lausitz ist eigentlich schön. Die Fahrradwege und alles ringsrum finde ich eigentlich schön. Sehenswert in der Lausitz, das ist das Seenland, das neu entstandene Seenland aus dem Bergbaubetrieben. Das ist die Ecke um Forst herum mit dem Rosengarten. Das ist der Muskauer Park. Der ist immer wieder sehenswert. Ja, da muss man noch ein bisschen nachdenken. Da findet man so viele Möglichkeiten, die man nutzen kann und nutzen sollte. Und gerne immer mal wieder sich ansieht. Na, das ist der Nochtner Park. Und die schönen Seen. Senftenberger See, die ganze Gegend da. Die Seen. Ja, die Seen. Und was noch, Patti? Ach, Bautzen. Sind wir sehr gern gewesen in Görlitz. Na, das reicht an für sich uns. Ach, wissen Sie, der Spreewald zum Beispiel. Ich komme aus Cottbus. Der Spreewald ist wunderbar für uns Cottbusser. Ja. Das ist sehr sehenswert.
Die ganzen Seen sind schön. Also der Geiswaldesee. Also wir sind ja eigentlich ursprünglich von hier. Sind hier geboren quasi und sind vor 14 Jahren weggezogen an die Ostsee und kommen aber immer wieder gerne hierher, weil die Seen einfach schön sind. Und ja, die Familie hier noch wohnt und unsere Kinder die Wälder schön finden und ja, wir uns einfach wohlfühlen. Die Seen selber und die Verbindung zwischen den Seen gefällt mir ganz gut. Und die Gastronomie dazwischen. Na generell die Seen, die in der Lausitz sind, gerade wie hier der Scheibesee, ne? Geierswalder See, das ist eigentlich sehenswert. Also für uns. Ne? Was sagst du? Ja, oder Kleinwelka war ich jetzt erst im Sauerpark. Wenn man Kinder hat, auch sehr sehenswert, empfehlenswert. Die Kinder können sich dort den ganzen Tag betätigen, ohne Ende. Ja, das ist eigentlich so generell die Lausitz, ne? Eigentlich ist alles schön. Ja, die Seen rundherum, unseren schönen Tierpark, und sie versuchen jetzt in der Stadt ein bisschen was schöner zu machen. Aber es könnte sauberer sein. Manche Wege sehen furchtbar aus. Da müsst du wirklich mal ungerobt werden. Und ich wohne ja schon 55 Jahre hier. Und ich möchte auch nicht woanders hin. Eine ganze Menge. Und zwar die ganzen Seen, angefangen vom Bärwalder See, ist zwar ein bisschen südlicher, bis hin zum, wo sind wir rum mit den Inlinern? Senftenberger See, das waren wir zwar nicht mit den Inlinern, aber zumindest in der Gegend. Ich komme jetzt Partwitzer See waren wir. Ja, eine ganze Menge hat die Lausitz zu bieten. Also wir sind ja nun aus dem Harz hier zu Besuch und wir kommen hier regelmäßig her. Die Lausitz ist für uns eigentlich eines der schönsten Flecke. Wir haben hier die Burgen und Schlösser besucht. Wir waren im Spreewald, haben da so Spreewaldrundfahrten gemacht. Wir waren in Burg, das ist jetzt nicht hier am Scheibesee, das Burg, sondern im Spreewald waren. Und muss ehrlich sagen, die gastronomischen Einrichtungen, die wir da erlebt haben, also da kann man wirklich sagen, zauberhaft, das war wunderschön. Absolut wunderschön. Wir kommen immer gerne hierher zu Ihnen. Ja, sehr viele interessante Vorschläge aus Hoyerswerda, die dazu einladen, die Lausitz einmal genauer zu erkunden.